Heute seht ihr mal wieder die große, mittlere oder kleine Essens-Challenge. Es wird mal wieder köstlich, unterhaltsam und richtig witzig. Bleibt dran! Kleine Packung Cheetos. Pikante Cheetos. Also habe ich Glück gehabt. Meine Packung ist größer. Ist ja furchtbar. Ich schaffe das nie im Leben. Das ist ja eine Riesenpackung. Dann soll Lilly zuerst anfangen. Alles klar. Ich bin schließlich die Glücklichste unter euch. Sweet salty socks. Ich glaube, von einem Stück wird mir nichts passieren. Bingo. Probieren wir mal. Oh nein, ich habe den Effekt unterschätzt. Ich brenne innerlich. Warte, ich werde dir helfen, das Ding auszuspucken. Geht's dir besser? Ja, aber jetzt bist du dran. Mal sehen, wie dir die Cheetos gefallen werden. Oh nein, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Mal, wie groß mein Stück ist. Ich werde doch sicher das Zimmer niederbrennen. Weniger reden, mehr handeln. Ran ans Zeug. Also gut, los geht's. Oh mein Gott. Wow, wie machst du das? Bravo. Na, wie geht's dir? Noch kann ich es verkraften. Wir müssen ihn sofort retten. Sonst fliegt er hier gleich in die Luft. Und wir mit ihm. Ich brauche einen Ventilator. Wir brauchen Wasser. Bitte sehr, Austin. Oh, vielen Dank, Mädels. Das würde ich nur ohne euch tun. Na, wir würden hier alle jetzt in Brand stecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Packung jemals schaffen werde. Ich habe Angst. Ich will sehen, wie du das schaffen wirst. Oh mein Gott! Ach du meine Güte, sowas habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Sollen wir dir einen Eimer Wasser vorbereiten oder Milch? Du verbrennst doch gleich. Nein, ich bin mutig, ich bin stark, ich kann das schaffen. Oh Mann, bist du dir sicher? Du wirst doch wirklich verbrennen. Noch ist alles in Ordnung. Du spuckst bereits Feuer. Weil ich eben so heiß bin. Oh Leute, das halte ich nicht mehr aus. Ich glaube, ich brenne. Ach du meine Güte. Mann, ist das heiß. Sorry, das wollte ich nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Und du deins. Oh, ich habe mal wieder Glück gehabt. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, wieso muss ich Zwiebeln essen? Ich auch. Was für ein Albtraum. Leute, macht euch keine Sorgen. Ich habe die kleinste Zwiebel, also werde ich anfangen. Schaut zu, so geht das. Na, schmeckt's dir? Nein, gar nicht. Aber glücklicherweise bin ich bereits fertig. Ups. Oh Mann, was für ein Gestank. Austin, wir werden gleich alle so stinken. Also, lass uns weitermachen. Du tust mir voll leid, Mary. Ha, arme Mary. Ich kann die Träne nicht zurückhalten. Das ist mega eklig. Ich hasse diesen furchtbaren Geruch. Ist das ekelhaft? Oh Mann, in mir drin verändert sich was. Okay, ich glaube, nach dieser Zwiebel macht mir nichts mehr Angst. Oh nein, hör auf damit. Ach, das war doch nur ein Scherz. Austin, worauf wartest du? Es wird Zeit, dass du deine Zwiebel isst. Oh Mann,
Aber die ist voll gewaltig. Das werde ich doch nie schaffen. Ich muss sie erstmal in Stücke schneiden. Na warte, Zwiebel. Gegen mich und mein Katana-Schwert hast du keine Chance. Cool. Wow, du bist ja ein echter Ninja. Na klar doch. Wo kommt dieser Gestank her? Das ist eine Zwiebel. Na los, iss sie schnell. Ich tue es nur ungern, aber ich werde es wohl tun müssen. Mach schneller. Ja, sonst müssen wir hier alle kotzen. Das geht nicht viel schneller. Oh mein Gott! Tut mir leid. Aber ich halte es nicht aus. Oh mein Gott! Ich brauche dringend eine Gasmaske. Ja, ich auch. Tut mir leid, das sind eben Zwiebeln. Was für ein großes Schokoei. Ich frage mich, was in meinem drin ist. Wie kann das nur so klein sein? Kleiner sogar als ein Kinderüberraschungsei. Ha, Pech gehabt, Mary. Ja, dein Ei kann man noch nicht einmal mit einer Lupe sehen. Schluss damit. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ach, komm schon. Wir machen doch nur Spaß. Ich mag mein Ei. Lili, du verwandelst dich langsam in ein Huhn. Aber zuerst muss Mary anfangen. Sie hat schließlich das kleinste Ei. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich würde sagen, klein, aber fein. Na, habe ich doch gesagt. Hä, wo kommt denn diese Fliege her? Die will auch was von deiner Schokolade. Austin, lass uns die Fliege totschlagen. Yes. Ich habe auch schon eine Fliegenklatsche. Surprise! Ist sie tot? Klasse. Es kann weitergehen. Okay, jetzt bin ich dran. Mein Ei wird sicher noch besser sein als das von Mary. Bingo! Ich liebe es. Oh je, Austin, ich glaube, deine Überraschung wird dir sicher nicht gefallen. Oh, das kannst du laut sagen. Igitt, da ist ja eine Kakerlake drin. Wo kommt die denn hierher? Oh mein Gott! Früher gab es Spielsachen in Überraschungseiern. Mach, dass du wegkommst. Gegen mich hast du eh keine Chance. Und weg ist die Kakerlake. Oh Mann! Ach du Angsthase. Lili, jetzt kommst du dran. Es wird Zeit, dass ich anfange. Oh Mann, schmeckt das lecker. Wenn ich noch ein Glas Milch haben könnte, das wäre der Hammer. Wenn ich nur mit Lili tauschen könnte. Was bewegt sich denn da? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe es auch. Keine Ahnung. Das macht mir Angst. Es ist dunkel da drin. Ich hoffe, es ist nichts Unheimliches. Okay. Schauen wir mal einfach rein. Oh nein, das ist ja eine Spinne. Hallo. Eine Spinne? Oh, wenn die mich beißt, werde ich Spider-Man. Oh mein Gott! Na los, beiß mich! Oh, Austin, bist du naiv? Ich liebe diese Süßigkeiten. Einverstanden. Vor allem, wenn die so riesig sind. Ja, wenn die riesig sind, sind die cool. Aber schaut mal, ich habe das kleinste von euch. Yes. Könnt ihr mit mir teilen? Auf jeden Fall nicht. Jeder hat seine eigene Portion. Das ist viel zu wenig. Ich schaff's noch nicht einmal, mein Bonbon auf meine Gabel aufzuspießen. Ja, die Gabel wird dir sicher nicht weiterhelfen. Das ist meine Chance.
hab's geschafft. Na also. Das schmeckt ja wirklich. Und schaut mal, da ist auch noch Sirup drin. Ich liebe es. Oh Mann, die Plastikhülle hätte ich ja auch fast gegessen. Gut, dass ich es noch bemerkt habe. Lilly, jetzt bist du dran. Alles klar. Ich brauche keine Gabel. Das Ding kann man mit den Händen essen. Das ist viel bequemer und schmeckt super. Erstmal nehme ich meinen Erdball aus der Plastikhülle. Das schmeckt nicht nur toll, das sieht auch noch toll aus. Oh nein, du hast mich mit diesem Sirup bespritzt. Ah, das brennt total. Och Menno, das war wirklich ein blöder Zufall. Jetzt hör auf zu jammern. Ich bin schon fertig. Das heißt, jetzt bin ich dran. Worauf warte ich denn noch? Erstmal auspacken. Ich hätte gern Nachschlag. Ich auch. Hey, Finger weg. Das ist mein Erdball. Schaut her, so geht das. Ich spieße ihn auf. Und jetzt beiße ich was ab. Mann, ist das köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Das ist mega lecker. Halleluja. Jetzt hast du überall Sirup im Gesicht. Was denn? Rot steht dir wirklich gut. Ja, ja, lacht ihr nur. Ihr seid doch bloß neidisch auf mich. Das schmeckt mega lecker. Ich liebe diese Challenge. Gott. Das war fantastisch. Hier kommt unser Essen. Super. Ich will als erster nachschauen, was mich erwartet. Wow, das ist ja Rittersport. 10 von 10 Punkten. Quadratisch, praktisch, gut. Ich liebe Schokolade mit Nüssen. Ich bin mir sicher, das wird mich nicht enttäuschen. Sieht einfach richtig gut aus. Toll. Oh, gib uns auch was ab. Ich habe nichts mehr übrig, sorry. Los, Mary, du bist dran. Bloß nicht das. Bloß kein stinkender Schimmelkäse. Oh, ich kann nicht atmen. Mach schon. Oh, no. Du was? Iss es. Los, Mary. Aber ich kann das nicht tun. Das sieht doch mega eklig aus. Wenn ich jetzt sterbe, dann wirst du dran schuld sein. Na komm schon, du musst dich zusammenreißen. Mach den Mund auf. Was tust du? Es gibt keinen Weg zurück. Das war's auch schon. Oh, mir ist schlecht. Hilfe. Igitt, das stinkt so sehr, dass ich keine Luft bekomme. Du hast recht, Monika. Mir ist auch schlecht. Ich habe mir was einfallen lassen. Die Wäscheklammer hilft total. Okay, der Gestank scheint sich ein bisschen gelegt zu haben. Mal sehen, was mich erwartet. Oh, wow, das sind ja Chips. Voll cool. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Schauen wir mal rein. Wow, Monika, da hast du ja Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Die sehen einfach perfekt aus. Ich wusste doch, dass rundes Essen mich nicht im Stich lassen würde. Moment mal, die sind ja gar nicht wirklich rund. Wobei, ich weiß, was ich da tun kann. Hä, was machst du da? Ich verstehe gar nichts. Wow. Ihr werdet's gleich sehen. Hä, wie ist das denn möglich? Das ist ein ganz einfacher Tricksack. Nein, nein, Finger weg. Diese Chips gehören mir alleine. Jetzt sind die wirklich rund. Also kann ich sie genießen. Die knuspern so schön. Was für ein Genuss. Monika, du hattest recht. Die sind wirklich köstlich. Diesmal beginnst du, Monika.
Kaktus? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Aber der ist doch voll stachelig. Wie soll ich den essen? Armes Ding. Pech gehabt. Aber da lässt sich nichts ändern. Überleg dir was. Oh Mann, der piekst ja total. Ich habe mir den Finger gestochen. Bist du jetzt zufrieden? Was soll ich tun? Ja. Ach so, ich habe eine Idee. Ich muss einfach die Stacheln loswerden. Oh, keine schlechte Idee, Monika. Das machst du ja gut. So, jetzt ist der Kaktus nicht mehr so furchteinflößend. Hey! Probieren wir mal. Okay, er ist zwar nicht mehr stachelig, aber ich kann nicht sagen, dass er irgendwie gut schmeckt oder so. Oh, voll eklig. Mir ist schlecht. Sorry, aber das war wirklich nicht zu ertragen. Monika, beeil dich. Ich kann dir gar nicht zuschauen. Das war's, ich bin fertig. Jetzt bist du dran, Zack. Oh wow, es ist ein Sandwich. Was für eine coole Überraschung. Ich hatte mir nämlich schon Sorgen gemacht. Oh yeah. Was könnte besser als dieses tolle quadratische Sandwich hier sein? Ich leg mir eine Serviette auf. Es wird Zeit für einen kleinen Imbiss. Ach ja, Besteck benutze ich auch noch dazu. Und jetzt das Wichtigste. Soße. Ein Sandwich ohne Ketchup ist schließlich gar nichts. Das wird schön saftig. Zack, mach schneller. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Siehst du, Monika, ich habe bereits angefangen. Mit dem Löffel zu schneiden ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Geht's dir gut? Wieso benutzt du einen Löffel statt einem Messer? Lass dir helfen. Mach schön den Mund auf. Was macht ihr? Ich wollte jeden Bissen genießen. Aber okay, es war trotzdem gut. Jetzt bist du dran, Mary. Okay. Eine Eiswaffel. Ich glaube, ich träume. Das ist ja köstlich. Einen Moment. Sorry, Mary. Aber die Eiskugeln sind rund. Also gehören die mir. Wie lecker. Einfach fantastisch. Was machst du da, Monika? Schluss damit. Das ist mein Essen. Ich werde die Kugeln noch dreieckig machen. Wart's mal ab. Wow, das Eis schmilzt und nimmt die Form eines Kegels an. Genau das war auch mein Plan, Zack. Jetzt gehört alles mir. Schmeckt's dir, Mary? Das ist einfach göttlich. Das beste Essen auf der Welt. Geizhals, bis mir das Eis geben können. Lass uns doch wenigstens was probieren. Sorry, aber es ist nichts mehr übrig geblieben. Nächste Runde, großartig. Wow, ein Burger. Ich habe mir nichts Besseres vorstellen können. Na, endlich mal so eine richtige Mahlzeit. Oh, ist der saftig. Ich liebe Burger. Oh, dieser saftige Belag. Wie lecker. Hey, Monika, wie isst du denn? Oh, eine Kakerlake, weil es hier so dreckig ist. Moment, da werde ich mir was einfallen lassen. Hä? Was ist das denn? Eine Kakerlake, Hilfe! Schafft sie raus! Monika, könntest du bitte beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein? Sorry, Mary, aber ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich habe Angst vor Kakerlaken. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Oh yeah, Kaugummi. Was hätte besser sein können? Schaut euch diese Form an. Ein perfektes Quadrat. Zeit ist zu probieren. Weg mit der Verpackung. Das war der perfekte Treffer. Voll cool, nicht wahr? Okay, du siehst jämmerlich aus. Ihr seid doch bloß neidisch. Seht ihr? Zwei Kaugummis. Beide gefangen. Sowas könnt ihr nicht. Wow, wie erstaunlich. Bravo, mir fehlen die Worte. Das war noch nicht alles. Lasst mich weitermachen. Ich werde all diese Kaugummis fangen. Ha? Voll cool, nicht wahr? Ihr habt gar nicht zugeschaut? Ihr habt richtig was verpasst. Moment, hier kommt die Kaugummiblase. Oh Mann,
ich wäre selber fast geplatzt. Moment, kurz durchatmen. Und ein zweiter Versuch. Na los! Oh Mann, ich habe ihn ausgespuckt. Okay, das war so geplant. Wie auch immer, du bist dran, Mary. Na endlich. Oh. Yeah, darauf habe ich gewartet. Nachos, die sind ja großartig. Ich liebe diese Dreiecke. Wie lecker. Das war's auch schon. Schau dir dein Gesicht an. Du hast ein dreieckiges Gesicht. Ja, schließlich habe ich ein Dreieck als Figur.